Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute die Marion bei uns, ein sehr langes Mitglied bei uns im Gesundheitsstudio Sano. Und sie wird uns jetzt etwas von ihrer Geschichte und ihrem Werdegang bei uns erzählen. Und ob der gut oder schlecht ausgegangen ist, das erfahrt ihr natürlich am Ende des Videos. Also bleibt dran, bleibt gespannt auf das folgende Interview mit der Marion. Ja, Marion. Schön, dass du da bist. Ja, hallöchen. Herzlich willkommen. Genau, heute geht es ja darum, dass du ja schon sehr lange bei uns trainierst, über deinen Werdegang bei uns und was sich da so alles verändert hat, im positiven oder im negativen Sinne. Genau, Marion, da ist doch gleich mal die erste Frage, wie lange trainierst du denn jetzt eigentlich schon bei uns im Sano? Anderthalb Jahre. Ja. Und mit welchen Beschwerden kamst du damals zu uns? Die ersten Beschwerden waren nach dem Wirbelbruch, Rückenbeschwerden. Also ich kann mich super wieder bewegen, es geht ganz prima. Ich muss natürlich dranbleiben. Corona hat da ein bisschen versucht zu bremsen. Genau. Mit anderen Übungen, dank der Videos und alles, bin ich doch dran, konnte ich soweit es geht dranbleiben. Ja, aber das Geräteturnen ist was anderes, Geräteübung, und jetzt geht es wieder mit 100%. Sehr gut. Ja. Du sagst gerade, die Beschwerden, die du genannt hast, also gerade mit den Rückenbeschwerden, die du hattest, auch jetzt mit den Schulterbeschwerden. Ja, dass die Schulter ist während der Corona-Zeit entstanden. Also ich hatte auch zwischenzeitlich einen Schlaganfall. Und vom Chirurgen her wurde gesagt, ich hätte eine Kalkschulter, soll spritzen und die dann alles. Und das ist alles sehr kostenintensiv. Und dann habe ich gedacht, erstmal gestern wieder Sport machen. Sehr gut. Und gute Entscheidung. Ja, ich habe das Gefühl, also ich kann wieder alles, ich konnte ja kaum heben. Und, okay. Als wenn der Kalk abgearbeitet wurde. Mhm. Der ist weggerieselt. Also hat der Arzt quasi erstmal gar nicht zum Sport geraten, sondern er hat dir tatsächlich in erster Linie zur Stoßwellentherapie geraten? Stoßwellen, ja, sollte ich machen. Und die ist eben auch ganz teuer und muss man selber bezahlen. Und das Gute, ich war gestern beim Doktor gewesen, der hat nochmal nachgeräumt, weil ich ja nur keine Beschwerden mehr habe. Dann meinte er, das ist so gut wie weg. Super. Ja. Und das nur durch den Sport. Die Kalkschulter, ja. Also du hast jetzt keine Stoßwellentherapie, keine Spritzen. Gar nicht. Gar nicht. Das hast du nur durch den Sport geschafft. Ja, da sage ich auf jeden Fall mal herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch schwimmen gehen. Und schwimmen. Schwimmen tut auch gut. Genau, das machst du ja privat. Du bist ja auch jemand, der gerne mal im Winter ins Wasser hüpft. Ne? Seit Februar. Sehr gut. Also die Marion ist jemand, falls ihr mal an Weihnachten irgendjemand durch den See irgendwo hier in der Umgebung schwimmen seht, das ist wahrscheinlich die Marion hartgesotten. Und wie man sieht, auch anscheinend ein gutes Hilfsmittel, um Beschwerden aus dem Weg zu gehen. Ja. In Verbindung natürlich mit dem Sport bei uns. Aber es hilft auch vorausschauend, muss ich sagen. Denn ich jetzt den Schlaganfall hatte, trotz allem, was man ja so macht und tut, hat der Doktor da in Senftenberg gesagt, wenn ich keine gute Grundkonstitution gehabt hätte, hätte ich mich nicht so schnell erholt vom Schlaganfall. Also wenn man schon vorher was für sich tut, wenn dann mal was passiert, geht es besser. Ja. Wie lange ist der Schlaganfall jetzt her? Im 4. Februar war das. Am 4. Februar. Ja. Dann war jetzt noch eine ganze Zeit dazwischen, wo du nicht trainieren konntest, hast aber natürlich zu Hause ein bisschen was machen können. Physiotherapie und dann kam ja das Gott sei Dank mit dem Privatrezept. Richtig. Und dass du dann wieder hier anfangen konntest zu trainieren. Ja. Sehr gut. Marion, wie oft in der Woche kommst du denn eigentlich bei uns zum Training? Zweimal in der Woche. Ja, und das andere mache ich dann mit Nordic Walking, Fahrradfahren, Schwimmen gehen, alles. Also bist sehr aktiv, auch in der Freizeit. Nicht nur bei uns, sondern auch wenn du zu Hause bist, bist du sehr aktiv. Machst ja auch sehr viel Hilfsarbeit, sage ich mal. Ihr habt jetzt vor kurzem auch das Schwimmbad bei euch im Dorf renoviert. Ja, da warst du ja auch nochmal körperlich betätigt. Ja, ja. Und das geht alles wieder ohne Probleme. Alles ohne Probleme. Schubkarre schieben, alles. Ohne Probleme, keine Beschwerden mehr, keine Schmerzen. Nee. Wunderbar. Die wundern sich alle. Ich sage, kommt mit. Wunderbar. Und warst du jetzt, nachdem du beschwerdefrei bist, nochmal beim Arzt? Und gestern beim Dr. Kalik. Ja. Und der hat dann nochmal geröntgt und der war ganz erstaunt. Und hat gesagt, Stoßwellentherapie ist nicht mehr nötig. Also im Moment nicht, Super, sehr gut. Ja. Wenn du jetzt... Das Geld gebe ich in der Eisdiele aus. Genau. Naja, gesundes Eis soll es ja auch geben. Sehr gut. So eine Stoßwellentherapie ist ja auch, muss man auch einfach mal festhalten, sehr, sehr teuer. Du hast es gerade schon gesagt. Ja, 120 Euro einmal. Und 3 bis 4 braucht man mindestens. Genau. Also bist du da mal ganz kurz bei knapp 500 Euro. Ja. Ja, kostenintensiv. Und das hast du alles verhindert, indem du hier bei uns zum Sport gehst. Ja.
Ja. Wunderbar. Und ich fühle mich wieder pudelwohl. Sehr gut. Was würdest du jetzt den Leuten da draußen raten, die jetzt auch natürlich gerade zugucken, ja, was sie am besten machen sollen, wenn sie Beschwerden haben? Also eigentlich den inneren Schweinehund überwinden, sich bewegen. Bewegen ist alles, wer rastet, der rostet. Ist so. Gutes altes Sprichwort. Ja, da ist was dran. Also Couchpotato geht nun mal nicht. Ja, gesunde Ernährung hört man ja überall, aber da hängt auch ein bisschen mit dran. Genau. Es kommt drauf an, was man isst. Hungern bringt gar nichts und was übers Knie brechen, aber eine gesunde Lebensweise. Und die innere Einstellung. Man weiß, was, wofür was man es macht. Genau. Also, und das Ziel hast du jetzt, denke ich, mal erreicht, dass du jetzt momentan schwach bist. Ich kann nur jedem raten. Also eine Spritze, eine Tablette, bewegt euch. Was anderes. Es hört sich immer an, das sagt jeder, aber da ist was dran. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das war tatsächlich ein gutes Schlusswort, was die Marion gesagt hat. Bewegt euch, und wenn ihr da noch mehr Informationen natürlich haben wollt, guckt uns oder guckt euch einfach unsere Homepage an oder kommt einfach vorbei, genau, und probiert es einfach aus. Ja. Ihr habt auf jeden Fall eine Kennenlernphase, wo ihr das auch kostenlos, kostenfrei ausprobieren könnt. Und hier ist es familiär. Und in diesem Sinne sagen Marion und ich vielen Dank erstmal, dass du dich hier für das Interview bereitgestellt hast. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Schmerzfreiheit und natürlich für deinen weiteren Werdegang. Alles Gute. Geht mal mir. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön. Tschüss. Bleib und gesund. Einen schönen Tag. Bleib gesund. Dankeschön. Supi. Genau, ich meine, was ich woanders mache. Ich schicke dir den Link. Mach das. Nico schneidet das. Alles klar.